Da ist sie, meine Stubenfliege der Woche. Meine Stubenfliege der Woche, unser Nachbar aus Hamburg, der HSV. Unabhängig davon, dass der HSV latent eigentlich immer so ein bisschen nervt, wird es erst dann schlimmer, wenn Werder ein Spiel verliert und Hamburg zeitgleich gewinnt. Muss echt nicht sein, sowas kann auch ganz Fußball-Deutschland nicht wirklich wollen. Zum einen, weil man dann wieder die ganzen Europapokalrufe ertragen muss. Vor allem wieder von einigen sehr limitierten Tiefliegern, die auf den gängigen Social-Media-Plattformen ihre, ich nenne es mal, geistige Exkremente in flüssiger Form verbreiten. Zum anderen aber auch, weil die sportliche Rivalität, Betonung liegt hier übrigens auch ganz klar auf sportlich, so groß ist, dass es einfach immer an einem nagt. Und auch die Tabelle, Leute, da wurde die Distanz zum HSV auch schon wieder größer, nervt wie Sau. Auch wenn es erstmal nur temporär ist, bleibt das dadurch eine ganze Weile nicht schön anzusehen. Hohn und Spott ist und stand jetzt aber trotzdem noch für eine Weile aus Hamburg gewiss. Denn ganz so schnell werden wir die Tabellenkonstellation wahrscheinlich nicht korrigieren können. Aber wie heißt es doch so schön, wer zuletzt lacht und so weiter.